Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Wir sind immer noch hier in diesem komischen Gedöns-Dingsbums hier. Wir müssen jetzt den Turm hochklettern. In der letzten Folge hat die gute Lara das nicht ganz so geschafft. Ach, die Pfeile sind ja noch dran. Ich bin da zurückgesprungen. Richtig. Ja. Ich erinnere mich. Wir wollen versuchen, diesen Turm hoch zu klettern und ihn zu erklimmen dann auch. Gleichzeitig, das wäre schon eine geile Sache. Aber die gute Frau Croft, die denkt sich da so, da habe ich mal so prinzipiell gar keinen Bock. Ich finde cool, dass sie immer den gleichen Schuss machen, immer wenn ich da hinspringe. Die warten doch nur darauf. So, jetzt. Wir warten, ja, und jetzt springen wir. Alles klar. Wird wohl nicht sehr groß geschrieben, dass man hier mehrere Sachen gleichzeitig machen will. Verstehe. So, hopp. Und hopp. Und wir rennen einfach. Ist mir alles scheißegal, wir rennen einfach. Nein, wir rennen doch nicht. Okay, wir bleiben stehen. So, wir schwingen uns rüber. Schwing dein Ding. Wo müssen wir hin? Ach ja, an den Rand, okay. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, hier außen lang zu klettern, aber okay. Boah, Alter. Da fällt die Statue runter, du. Zum Glück nur die Statue, nicht wir. Würde ein bisschen wehtun. Yay! Ach, schön festhalten. Hier müssen wir eigentlich erstmal safe sein. Hier können wir uns ja nicht treffen. Sind das eigentlich wieder die Unsterblichen, die schießen? Sind die eigentlich doof? Na gut, das frage ich eigentlich. Natürlich sind sie doof. Scheiße. Sind das Spezialpfeile? Nee. Hä? Ach so, da kann ich es nicht anwenden. Das ist zu. Ah. Ja gut, das leuchtet ein. Wo muss ich denn dann hin? Wo muss ich danach hin? Egal, wir machen erstmal hier einen Pfeil ran. Und schauen dann. Ach, darüber einfach. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir doch hin. Moment. Da. Alles klar. Wow. Hab ich gar nicht gesehen, dass da Eis ist, ey. Können wir nicht bringen, Jungs. Da hoch. So. Und. Warte. So. Ich denke, das dürfte wohl okay sein. Frage ist trotzdem, wo jetzt hin? Hä? Ah, hier rauf, okay. Eieieiei, was für ein Stress, ey. Man will doch nur, weißt du, die Quelle des ewigen Lebens, ey. Und dann kommt hier so ein Stress. Hätte ich das gewusst, hätte ich es mir mit Popcorn zu Hause gemütlich gemacht. Aber nein. So, neues Basislager entdeckt. Ja, setzen wir uns erstmal hin, ne? Ganz geschmeidig, ganz in Ruhe. Können eh nichts machen. Weil wir nicht genügend Ressourcen haben für irgendetwas. Und jetzt schön hochklettern. Ist ein cooler. Oh, oh. Boah, ihr kleinen Lutscher, was soll denn das? Hört auf mit dem Kack. Ihr dürft nicht so gut zielen. Das ist gefährlich. Damit ihr das mal wisst, ja. Oh, ja. Schön in den Ausschnitt gucken natürlich. Wunderschöne Einstellung. Oh oh. Oh Gott. Oh meine Güte. So.
Es ist leicht gefährlich, hier hochzuklettern, möchte ich behaupten. Ganz leicht, aber nur minimal. Also ist jetzt nicht gefährlicher, als sich zum Beispiel die Schuhe zuzubinden. Ja, ist ungefähr genauso. Okay, die sind schon da oben. Die sind schon da oben. Sollen mir egal sein. Die sollen sich mal schön bekämpfen, dann können wir hier ganz geschmeidig und ganz easy hochklettern. Und müssen halt nur so ein paar Sachen ausweichen, wie herunterfallen im Geröll und so, das ist ja kein Problem. Oh, 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 nein, 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 nein. Oi, 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 oi. Okay, jetzt ist es ein bisschen gefährlicher, als sich die Schuhe zuzubinden. Aber auch nur ein bisschen. Alter, die feiern, genau, die feiern aus allen Rohren, ey. Die feuern echt aus allen Rohren, die Lutscher, ne? Oh, oh. Hä? Hä? Boah, okay. Puh. Oh nein. Du musst aber bestimmt gleich irgendwas drücken, oder? Alter, lass mich los, Mann! Du Schuhfetischist, du. Meine Stiefel. Teile ich nicht. Vermute an einem Katapult. Ich sehe dich, Lara. Wir tun, was wir können, um dir von hier aus zu helfen. Danke, Sophia. Ich kann wirklich jede Hilfe. Hä? Ich hab doch seinen Rucksack getroffen. Der Rucksack müsste tot sein. Ey, wer wirft denn hier noch eine Granate? Ach, verdammt. Scheiße. Oh, da ist so ein Schildheini. Vielleicht soll ich in Deckung gehen. Hä, was machst du denn da? Ist sie doof? Ach, ich habe keine Pfeile mehr. Scheiße. Gut, das ist natürlich jetzt doof. So, kein Problem, kein Problem. Okay, ich stelle jetzt mal eine Vermutung auf, das hier ist das Ende. Beziehungsweise wir gehen jetzt knallhart aufs Ende zu. Weil irgendwie der alles andere macht gar keinen Sinn. Wir haben jetzt das große Aufeinandertreffen Trinity, die Unsterblichen. Anna ist wahrscheinlich schon an der Quelle. Und wir auch bald. Lara, du musst in Deckung gehen. Wir schießen gleich und du bist da schutzlos. Ja, aber wohin? Ich bin nah dran. Ich muss da durch. Wo soll ich denn in Deckung gehen? Hier. Ja, geht mich kaputt, verdammt. Alles klar, was macht dieses Ding da, ey? Und schnell in Deckung gehen. Kannst du dein Ding überhalten, ey? Nein, 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 keine Granate werfen, bist du doof? Granaten werfen ist gefährlich, mein Freund. Okay, aber tot. Egal. Zur Sicherheit. So, bin ich wieder auf den Sack.
Kein Headshot. Jetzt aber. Alter! Alter! Heilen! Komm her! Verdammt, komm her! Komm her! So, mein Freund! Ach, dein blödes Schild! Gib mir auf den Sack dein Schild! Hier! Aua, geht nicht, verdammt! Ach, Mann! Dann haut's... Aua! Hau erst zu, wenn ich ausweichen kann, du Sack. Was soll denn das? So, jetzt bist du tot. Oh, Scheiße. Dankeschön. Danke, Sophia. Fantastischer Schuss. Warum kann ich die, warum kann ich die Pfeile nicht mitnehmen? Ach so, das ist ein Brandpfeil. Ja gut, das macht einiges sinnvoller. Oh Mann, der hat sich aber gut hier hingelegt, ey. Er ist getarnt, der Junge. Warte mal, plündern, lohnt sich das noch? Ja, wir nehmen es einfach mit. Nehmen auch das, nee, das, ne, habe ich das mitgenommen? Nee. Gut, weil brauche ich jetzt auch eigentlich gar nicht mehr. So ein Walkie-Talkie. Kein Zurück mehr. Hinter diesem Punkt gibt es keine Basislager mehr. Danach sind schnelle Reisen und Spieler-Upgrades wahrscheinlich nicht mehr möglich. Oh, Moment, achso, okay, toll. So voll episch vorgelesen und hier gibt es doch noch eins. Was für ein Scheiß. Würde jetzt passen, hier die Folge zu beenden, aber wir machen natürlich weiter. Klar. Okay, wir machen das noch. Haben wir noch irgendwas? Nein, haben wir nicht. Den Bogen will ich auf jeden Fall knallhart natürlich verbessern, so gut es geht. Das habe ich jetzt auch gemacht. Nee, Inventar will ich nicht. Wir werden jetzt auch den letzten Punkt, den wir haben, verteilen. Auf, ja, keine Ahnung, einfach auf das hier. Was soll's, ist ja eigentlich jetzt noch scheißegal, was wir machen. Und weiter geht's. Alles klar. Halten wir sie auf. Warum war da so ein Pfeil? Moment. Moment. Nee, ich möchte nicht. Puh. Okay. Hat wunderbar funktioniert. Okay, wirklich. Ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dass wenn ich E drücke, das jetzt fällt. Aber alles ist gut. Hat funktioniert, okay. Alle Einheiten, habe Sichtkontakt zu Croft. Sie darf keinesfalls in die Kammer der Seele. Konstantin. Sophia, könnt ihr ihn mit dem Katapult treffen? Wir versuchen. Mach dich bereit. Ich glaube nicht, dass ihr damit kommt. Wir versuchen es weiter. Wir laden das Katapult nach. Moment. Kein Problem, ja. Ladet mal nach, ne? Ladet mal nach, kein Problem. Alles klar, so, mir ist gerade das Spiel abgestürzt, deswegen habe ich jetzt nochmal neu gestartet. Natürlich. Ach, Mann, du Hure. So, in den Arsch geschossen. Nein, hör auf. Ah, verdammt, hör auf, eure Granaten nochmal zu schmeißen. Was soll denn das für ein Scheiß? Mann. Alter, die rennen auch immer viel zu... Wo läuft der denn lang? Oh, der hat eine Rüstung. Alter. Mann. So, tschüss. Irgendeiner ist hinten lang gelaufen. Sollte egal sein eigentlich, aber man weiß... Sackgesicht. Hm, ich hasse es. Hm. Du guckst in die falsche Richtung. Warte mal. Alter, wo kommt ihr denn mal her? Geht mal weg jetzt. Lass den Scheiß, ja? Nee, ich will aber nicht die. Ich will explosiv. I need the explosive shit. Ach, ihr seid auch hier. Oh Gott, haben wir ja richtig Party.
haben wir eine richtige kleine Party am Stissel. Okay, ich vermute, ich muss überleben einfach nur. Nein. Das wäre total uncool. Danke. Nett. Und da ist der Hubschrauber wieder da. Ich bin noch nicht fertig. Ist mir egal. Oh. Okay. Solange der nur auf der einen Seite bleibt, ist alles gut. Wo ist der Hubschrauber hin? Da irgendwo, alles klar. Nein! Daneben geschossen. Haben wir getroffen? Ich glaube, sie haben nicht getroffen. Das ist doof. Okay. Ich weiß aber gar nicht, wo ziehen wir denn hin? Ha. Ich warte mal. Jetzt! Und los geht's! Der Feind sich selber kämpfen! Yes! Ja, verdammt! Wenn da unten noch irgendwer am Leben ist, ich will Croft tot sehen! Scheiße! Das ist der letzte Befehl! Scheiße, wir haben keine Pfeile mehr. Oh, wir haben auch kein Holz mehr. Oh, Mann! Oh, shit! Okay, der kommt gleich her. Tot. Lara, wir werden angegriffen. Tot. Schwein loszuwerden. Scheiße. Du bist sofort weg. Tot. Nein, wir führen diesen Kampf zu Ende. Ja, komm, geht einfach weg. Werdet eh sterben. Ich plündere die mal kurz. Aua. Ja, ich glaube, das bringt mir sehr, sehr viel. Hier. Fühlt euch abgelenkt. So, tot. Okay, ich muss gleich die Waffen wechseln. Halt die Schnauze. Warum schieße ich? Bin ich doof? Jetzt nicht so, als ob ich so viele Pfeile noch hätte. 4 Stück noch. Ja gut, ich habe noch andere Waffen, also von daher ist es kein Problem. Wo sind die? Ah. Nö. So, der da oben burnt. Till the end. Ich höre noch voll viele Stimmen. Wo sind die alle hin? Hä? Hallo? Ah, die da unten. So, letzter Fall, ne? Pass auf, Lara! Er ist auf dem Weg zu dir! Okay, ja, lass ihn kommen. Lass ihn kommen! Scheiße! Nein! Fuck! Ich hätte V halten sollen. Verdammt, ah, das ist doch scheiße. Okay, ich brauche eine andere Waffe jetzt. Nachladen. Ah, scheiße. Und weg. Ah, schießt du mit deinem Raketen? Nein, ist mir da egal. Seid ihr soweit? Nein? Schade. Komm schon! Treff bitte! Oh nein. Das Ding ging daneben. Gib uns Zeit, Lara. Wir laden nach. Ja, ja. Okay, wir sind bereit.
Hau rein, komm. Treff. Boah, Alter. Was? Ja, toll, jetzt kommt das mit V. Ich hatte gar keine Möglichkeit, V zu drücken. Ich war sofort tot. Bullshit. Oh, hier einmal konnte ich noch treffen. Scheiße, ich hab nichts mehr. Fuck. Shit, ey. Shit, 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 shit. Okay, ich hab hier noch ein paar Pfeile. Ah, Munition fehlt mir aber. Ja, aber der Sack, der weicht ja immer aus. Okay, ich sollte auf den Komet schießen, also auf den schießen. Wir sind noch nicht fertig. Den kann ich jetzt noch nicht mehr töten. Ja, Ich glaube, ich kann keinen von denen mit einem Schuss töten. Doch, ihn hier. Oh, scheiße. Fuck. Hi. Ich dachte, ihr war also. Ups. Da habe ich mich wohl vertan jetzt. Weg. Alter, ich bin noch ausgewichen, verdammte Scheiße jetzt. Hör mal auf mit dem Kack, ja. Alter. Heilen. So, pass auf. Alter, weich doch mal aus. So. Und tot. Und du noch? Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss und tschüss und tschüss und tschüss und tschüss. Wo soll ich hin? Was soll ich tun? Oh fuck. Schnell wieder nach oben. Schnell wieder nach oben. Kann ich die von hinten töten eigentlich? Oder nur von oben? Im Grunde ist es egal. Oben, diese von oben Kills sind eigentlich ja ziemlich geil. Aber okay, es geht auch so. Okay, wo ist der letzte? Verdammt. Ach, verdammt. Falscher Knopf. Falsche Taste, meine ich. So, hier. Jetzt. Stirb. Und lass mich in Ruhe. Okay, einen Ausgang finden. Alles klar. Habe ich hier noch irgendwas? Nee, ne? Oder doch? Ja, ein paar Sachen haben wir hier noch. Ich nehme die mal mit, damit wir eventuell noch ein paar Pfeile... Okay, wir können keine Pfeile machen. Scheiße. Ja, hier, weg mit der Kacke. Was soll ich damit? Okay. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Richtig geil wären natürlich jetzt Pfeile, aber naja. Man kann wohl nicht alles haben. Gut, dann würde ich sagen, verschwinden wir hier. Au. Du klaust mein Bogen. Sie und ich, Lara. Sie haben keine Waffen, keine Helfer, keine Okay, wir haben echt überhaupt nichts mehr, oder was? Also nur noch unsere Spitzhacke. Kämpfen Sie mit mir! Verstecken Sie sich nicht im Schatten! Sie sind aus härterem Holz geschnitzt als Ihre Freunde. Ich bin aber Ninja. Ich suche es. Verdammt, warum siehst du mich? Arsch. Aua. Ich frage mich... Haben Sie Ihren...
Verdammt. Hat nicht geklappt. Vielleicht, weil er mich gesehen hat. Weiß man jetzt nicht so genau. Verblutet er noch irgendwo vor sich hin, während sie sich vor mir verstecken? Kann durchaus sein, ja. Gegen ihn nützt das vielleicht was. Warum umgeben sie sich mit Leuten, die schwächer sind als sie? Machst du doch auch. Machst du doch. Aua. Oh, du bist ein Top-Schütze, ey. Nein! Mein Schicksal liegt in der Kammer der Seele. Jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Jetzt rastet er mal ein bisschen aus hier, oder? Scheiße. Au. Verdammt. Ja, ja, schießt du mal. Ja, red mal, während du schießt. Gar kein Problem, ich verstehe jedes einzelne Wort nicht. Ja, was hatten wir für ein Magazin? 3 Milliarden Schuss, ey. Wir haben ihm alles gebucht. Es ist noch nicht zu spät für sie. So, hier. Ausweichen! Nein! Ach komm! Ey, das ist doch voll gemein, das ist doch scheiße. Jetzt muss ich da auch noch zum richtigen Zeitpunkt. Ich dachte, jawohl, hier, geil, weißt du, einfach drücken, gut ist, aber nein. Du musst in dem richtigen Zeitpunkt drücken. Okay. So. Komm. Nochmal ein Messer drauf, einfach um sicher zu gehen. Ich bin bestimmt zur Größeren. Das war niemals ihr Schicksal. Ihre Schwester hat ihnen das eingeredet. Ich habe es getan. Das alles. Für sie. Gehen Sie nicht einfach weg von mir. Halt! Trinity hat ihren Vater getötet. Nein, Sie lügen. Er flehte um. Los jetzt! Genau durchs Auge. Kann ich ihn looten? Ja, ich kann ihn looten. Geil. Nimm mit, was er hat und jetzt nicht so weg hier. Ich hätte wahrscheinlich, eigentlich hätte ich wahrscheinlich auch einfach gehen können, aber egal. Das haben wir jetzt einfach gemacht. Scheiß drauf. Okay, jetzt schnell zur Kammer der Seelen. Da dürfte ja wohl Anna sein. Also der Endkampf ist schon ähnlich wie aus dem ersten Teil, muss ich sagen. Parallelen. Anna! Stopp! Deine Männer sind besiegt. Dein Bruder ist tot. Nein, das ist, was Trinity gebracht hat. Tot. Nichts anderes werden sie je bringen. Gib es auf. Dafür habe ich alles aufgegeben. Und auf gar keinen Fall überlasse ich jetzt alles Trinity. Was ist mit deinem Vater? Du verdammst ihn, das Gespött der Geschichte zu sein. Wie kannst du das aufgeben? So kurz davor. Ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Du darfst sie nicht bekommen. Denk an die Millionen, die leiden und sterben. Wir können sie retten. Wir können die Welt verändern. Gemeinsam. Der Preis ist zu hoch, Anna. Wir sollen nicht unsterblich sein. Der Tod ist ein Teil des Lebens. Du hast ja auch leicht reden. Du bist nicht die, die stirbt. Aber hier geht es nicht um dich. Es geht um die Menschheit, das zu beschützen, was uns menschlich macht. Sie kommen! Wir sind umstellt! Jacob, Achtung!
Die Quelle ist nicht für die Welt bestimmt. Das ist deine Chance, Lara. Alles, was ich getan habe, was du getan hast. Es muss doch nicht noch ein Croft dafür sterben. Ich bin bereit dazu. Jacob, halten Sie durch! Durchhalten, das habe ich schon so lange. Sie wussten, ich zerstöre Sie. In all meinen Jahren habe ich kaum jemand so Außergewöhnliches getroffen. Endlich geschieht es. Mein Ende. Es tut mir leid. Ich wollte doch nur etwas verändern. Das haben Sie schon. Das haben Sie schon. Geliebte Lara. Ich denke oft, mein Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, welche Schande ich über unseren Namen gebracht habe. Croft, was bedeutet das schon? Ich hoffe nur, irgendwann drückst du der Welt deinen eigenen Stempel auf. Denk dran, außergewöhnlich macht uns, was wir tun, nicht wer wir sind. Die Quelle zu zerstören war richtig. Aber er wäre trotzdem enttäuscht. Ich glaube, er hätte sich auch so entschieden. Na los, das Flugzeug wartet schon. Ich habe sein letztes Band schon 1000 Mal gehört. Aber es ist, als hörte ich die Worte meines Vaters erst jetzt, zum ersten Mal. Egal, welche Wahl er getroffen hätte, ich muss meine eigene treffen. Der Mythos von Kitesh war real. Dort ruhen Geheimnisse, die Welt verändern können. Ich muss sie finden. Nicht für meinen Vater oder sonst jemanden, sondern um etwas zu verändern. Ich hoffe nur, ich tue das Richtige. Oh, Alter. Geiles Spiel, ohne Spaß. Natürlich nicht wie der erste Teil, hat schon natürlich seine Parallelen, aber nicht schlechter. Der erste Teil, also von 2013, der war schon grandios. Und das Ding hier steht dem echt in nichts nach. Das war so gut inszeniert teilweise. Echt gut gemacht. Guter Endkampf, sage ich mal. Das war im Grunde genauso wie im ersten Teil. Man muss halt einfach nur durchhalten. Aber trotzdem, ein paar coole Mechaniken waren drin mit ein paar anderen Pfeilen noch. Es war ein cooles Spiel. Richtig, richtig geiles Spiel. Da hat es sich schon gelohnt, dass man dann noch ein halbes Jahr warten musste. Und haben wir da vielleicht schon gesehen, wo es als nächstes hingehen soll?
Ich hoffe, ja doch. Ich hoffe, dass Crystal Dynamics bzw. als Square Enix, als Publisher, nicht sagt, ne, die wurden uns zu wenig verkauft. Nee, wir wollen da nicht noch ein drittes machen. Ansonsten muss halt wieder Microsoft oder was weiß ich irgendjemand einspringen und sagen, gut, komm, wir finanzieren das. Wobei Rise of the Tomb Raider für die ja wohl kein gutes Geschäft war. Aber gut, das hätte man sich vorher denken können. Aber ich hoffe, es kommt noch ein dritter Teil. Ich hoffe es wirklich. Weil die beiden Teile, die waren so genial einfach. So gut erzählt. Die Geschichte war recht cool. Es geht bei Lara Croft oder bei Tomb Raider geht es immer so ein bisschen übernatürliche Sachen. Das war halt schon immer so. Aber das war hier mega gut erzählt, einfach sehr gut inszeniert. Obwohl ich fand, der zweite Teil hat ein paar unnötige Längen, ja. Aber trotzdem grandioses Spiel. Richtig, richtig gutes Spiel. Und ich kann einfach nur hoffen, es wird einen dritten Teil geben. Und wir haben ja schon gesehen, vielleicht Südamerika als nächster Ort, den man besuchen wird. Also nicht mehr Schnee, sondern dann wäre es ja eher die Berge. Gut, hier hatten wir auch Berge, aber halt mit Sonne mehr als mit Schnee. Also wenig Schnee, mehr Sonne irgendwie, ach, keine Ahnung. Ein bisschen schade fand ich. Ich denke mal, erstmal, ich glaube, wir hätten Konstantin auch leben lassen können. Wir hätten einfach gehen können. Aber gut, ich habe mir jetzt erschossen, mein Gott, mit dem Pfeil durchs Auge durch, so läuft der Hase. Was ich ein bisschen schade finde, sie hat ja jetzt nur mal die Quelle benutzt. Wir haben die Quelle dann zerstört, oder Lara hat sie zerstört. Und Jacob ist dadurch natürlich endlich sozusagen erlöst worden und ist gestorben, so wie die Unsterblichen auch. Aber sie hätten hier vielleicht Entscheidungen geben können. Bevor sie die benutzt, hätten sie uns die vielleicht auch erschießen lassen können. Oder die Entscheidung, ob wir sie zerstören oder nicht, weil wir hätten sie ja nicht mitnehmen müssen, aber sie wäre noch intakt gewesen. Das wäre auch gegangen. Aber gut, das mit dem Zerstören ist schon in Ordnung. Die Menschheit sollte nicht unsterblich sein. Niemand sollte ewig leben können. Aber ich hätte es cool gefunden, hätten wir die Entscheidung gehabt, sie auch noch zu töten. Also Anna, weil wir konnten das ja mit Konstantin auch. Das wäre halt cool gewesen, aber gut. Mein Gott, es hat Meckern auf hohem Niveau, sage ich mal. Es war ein mega gutes Spiel. Hat mega viel Spaß gemacht. Wie der erste Teil, ohne Scheiß. Also, das ist mal so ein Spiel, wo du sagst, jo, der zweite Teil ist nicht schlechter. Ob er besser ist, na, das muss man so sagen. Also, muss man so sagen, kann ich jetzt so gar nicht sagen. Also, die sind beide auf ihre Art gleich gut, ja. Natürlich im zweiten Teil sah natürlich nochmal ein bisschen prachtvoller aus und es gab ein paar mehr Mechaniken, die ziemlich cool waren, fand ich. Halt wie gesagt mit noch mehr verschiedenen Pfeilen oder auch, dass man Wasser in so einen Bottich füllen musste, dieses mit den Armen ausgleichen und so mit den Gewichten. Das sind halt coole Sachen gewesen. Die Rätsel waren, fand ich schon cool, da waren ein paar mehr oder weniger schwere Rätsel dabei, da habe ich ein bisschen länger dran gesessen. Aber wie gesagt, geiles Spiel. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich dem einen oder anderen von euch auch. Und damit bin ich dann tatsächlich draußen aus dem ganzen Ding hier. Das war Rise of the Tomb Raider. Ich hoffe, wir müssen nicht allzu lange auf den Nachfolger warten. Hoffe, dass der eh nicht gut wird. Hoffe, dass er überhaupt kommt. Und damit wünsche ich euch viel Spaß bei einem demnächst kommenden Projekt, was auch immer das sein mag, oder bei einem, was momentan läuft, oder bei irgendeinem alten. Und bis dahin, haut rein.
Anna. Du sagtest, noch ein Croft muss nicht dafür sterben. Was hast du damit gemeint? Du hast meinen Vater getötet, nicht wahr? Trinity befahl seine Hinrichtung. Aber ich konnte es nicht tun. Du lügst doch! Ich liebte ihn. Nein! Erledigt. Gut. Und was ist mit Croft? Nein. Noch nicht.